ob nun auf den Börsentagen, ob nun auf den Messen in Deutschland. Ja, die Frage aller Fragen bei den Anlegern bleibt natürlich nicht nur in der Krise fest dementsprechend zu investieren, sondern krisenfest zu investieren. Bei mir Klaus Vogt. Ja, Herr Vogt, haben Sie ein Rezept, um krisensicher zu investieren? Ein Rezept ist vielleicht zu viel gesagt, aber natürlich haben wir Konzepte, mit denen wir glauben, durch die schwierigen Zeiten zu kommen, aber auch bei den anhaltend vielleicht noch länger ganz guten Zeiten zu partizipieren. Ja, wir können natürlich keine Alles-oder-Nicht-Strategie in diesen Zeiten fahren. Macht einfach keinen Sinn, weil wir alle am Tropf der Zentralbanken hängen. Ich spreche inzwischen bereits von der heimlichen Machtübernahme der Zentralbanker, weil wichtige Entscheidungen ja gar nicht mehr in den Parlamenten getroffen werden nach demokratischen Regeln, sondern von Komitees in den Zentralbanken, die darüber bestimmen, ob Aktienkurse steigen, ob Immobilienpreise steigen, ob die Schere zwischen Arm und Reich größer wird, wer zu den Gewinnern gehört, wer zu den Verlierern zählt. Also letztlich die EZB respektive die amerikanische Fed, also mit Jerome Powell an der Spitze. Aber wir sehen ja die EZB hierzulande. Okay, man hat ja dieses Quantitative Easing ein bisschen zurückgefahren, aber nach wie vor Nullzinsphase und die wird uns ja erhalten bleiben. Es deutet alles darauf hin, dass es aus dieser Zinsfalle, aus dieser geldpolitisch geschaffenen Zinsfalle keinen schmerzlosen Ausweg geben wird. Und die Amerikaner haben es ja jetzt auch gesehen. Die haben versucht, mit einigen kleinen Zinserhöhungen dagegen zu halten, zu normalisieren. Sie sind genau genommen kläglich gescheitert. Das ist jetzt klar. Und wenn, und einige Frühindikatoren zeigen das jetzt an, wenn die Weltwirtschaft hier tatsächlich in die Rezession gehen sollte, dann haben die Zentralbanken ein riesengroßes Problem. Und dann wird es wieder besonders spannend, gerade im Hinblick auf die Frage, wie krisensicher kann man dann investieren oder wo überhaupt kann man dann noch krisensicher anlegen. Was ist Ihre Meinung bei dem, wo kann man noch krisensicher investieren? Ganz oben auf meiner Empfehlungsliste steht wieder das Edelmetall, okay. Gold, als fester Grundpfeiler des Investments, das nicht davon beeinflusst wird, was die Zentralbanken kurzfristig tun, sondern was die langfristige Sicherheit der Anlageform angeht. Und interessanterweise haben wir hier auch letzten Endes schon seit 2016 extrem starke, deutliche Kaufsignale für die Edelmetalle bekommen. Und was gerne vergessen wird, seit Anfang 2016 ist der Goldpreis, der Unzenpreis, ja rund 25% im US-Dollar gestiegen. Das ist ja nicht schlecht. Und vieles deutet darauf hin, dass das erst so die Anlaufphase der nächsten großen Goldhosse ist. Die Hürde ist ungefähr der Bereich von 1400 US-Dollar, wenn wir, sobald wir, würde ich eher sagen, nicht wenn, sondern sobald wir darüber gehen, dann beginnt wohl die nächste Beschleunigungsphase. Aber in den letzten Jahren war es, okay, die 25%, die haben wir uns mehr oder minder mitgenommen, aber wir hören ja von den meisten Analysten auch, Gold ist ja nun kein Renditethema letztlich, ja. Man kann es sicherlich als Absicherung nehmen und dazu ist es natürlich dann auch immer eine Glaubensfrage des einzelnen Anlegers, wie viel Prozent. Was raten Sie da? Zwischen 25 und 35%, also ein Viertel bis ein Drittel Gold, einfach um Sicherheit zu haben, um nachts ruhig schlafen zu können. Das ist aus Sicht der Banken ist das absurd viel. Aus meiner Sicht ist das eher eine den Zeiten angemessene Quote. Und falls wir sehen sollten, dass die Zentralbanken Erfolg haben mit ihren Versuchen zu inflationieren, die sprechen das ja klar aus, sie wollen ihr Geld entwerten, wenn sich das andeutet, dann würde ich diese Quote natürlich auch noch erhöhen. Aber in dem Bereich Münzen, Barren, selber verwahren. Münzen, Barren möglichst selber verwahren, um wirklich diesen Grad an Sicherheit zu haben, wobei ich ja kein Weltuntergangsprophet bin. Auch Währungssysteme kommen, Währungssysteme gehen, davon geht die Welt nicht unter. Man muss nur zusehen als Anleger, dass man einen guten Teil seines Vermögens über diese schweren Zeiten hinüber rettet, um dann beim Neuanfang wieder gut mit dabei sein zu können. Ist denn Klaus Vogt auch ein Aktienfreund? Ja, absolut. Sehr, sehr sogar. Allerdings beschränkt sich im Moment meine Aktienauswahl doch sehr stark auf den
Edelmetall-Aktienbereich, wobei wir auch im Energiebereich einiges gemacht haben in den vergangenen 2 Jahren. Was die allgemeinen Aktienmärkte angeht, da bin ich außerordentlich vorsichtig. Warum? Erstens ist die Überbewertung gemessen an klassischen fundamental-analytischen Kennzahlen wie dem berühmten Buffett-Indikator auf mehr oder weniger Rekordniveau. Das heißt, wir sind teuer. Wir sind richtig, richtig teuer an der Wall Street. Und eigentlich weiß es auch jeder. Die Profis wissen es. Alles ist so ein bisschen, wie es früher in der DDR gewesen ist. Alle wissen es, aber keiner redet darüber. Es ist vollkommen richtig. S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, trotz Donald Trump oder vielleicht wegen Donald Trump, gerade im Jahr 2018 immer wieder neue Rekordstände. Da laufen wir ja beim DAX alle Male hinterher. Wir hatten vor ein paar Jahren mal, gerade wenn man so auf die großen Börsentagen, Messen schaute, bei Zeiten dann auch immer wieder mal das Thema Silber als Edelmetall. Was hält Klaus Vogt davon? Ja, als spekulative Beimischung. Ja, steigt Gold, steigt auch Silber. Gewöhnlich steigt es dann stärker und es fällt natürlich auch stärker. Und die meisten unserer Anleger, unserer Leser sind doch eher konservativ. Da ist die Volatilität, die Kursschwankungsbreite von Silber einfach unangemessen. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren. Also wenn Investment, dann in Goldinvestment. Sie haben Klaus Vogt gehört. Und bei Aktien sollten Sie vielleicht dann doch etwas aufpassen und vor allen Dingen immer wieder das beobachten, was momentan die Notenbanken tatsächlich so treiben.